Willkommen zur Strompreisvorschau für morgen, den 8. April 2022. Bevor ich jetzt aber mit der Prognose anfange, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ja, Holger morgen ein Seminar um 15 Uhr mit dem Herrn Wenzke von EG Biogasmotoren hat. Und dabei soll es um das Thema BRKW gehen. Also was sind die Schwachstellen im BRKW? Welche Aggregate fressen zu viel Strom? Und wie kann man diesem entgegenwirken, dass der Anlagenbetreiber ja, Strom spart und auch eben Geld einspart? Stichwort Raumlüfter, Gasverdichter, Tischkühler, Motorrückgratpumpe. All diese Aggregate werden wir morgen aufzeigen. Und auf jeden Fall sehr interessant. Schaut bitte vorbei. Ja, was sagt der Wind? Der Wind verlässt uns morgen wieder. Also man sieht hier diesen Abschwung. Wir haben dann abends nur noch 17 Gigawatt. Also das müsste sich sehr stark bemerkbar in den Strompreisen am Abend machen. Und von der Sonne können wir, glaube ich, wieder nicht sehr viel erwarten. Ja, hier 14 Gigawatt in der Spitze, also da ist noch Luft nach oben. Wenn wir auch hier in die Langzeitprognose gucken, sehen wir, erst nächste Woche kommt hier wieder ein bisschen Gleichmäßigkeit rein. Hier sind noch so zwei kleine Ausreißer nach unten in die Minuspreise, werden wir definitiv weiterhin beobachten. Aber jetzt kommen wir zum wichtigen Teil, die Strompreise. Ja, genau das, was ich eben gesagt habe, spiegelt sich hier wunderbar wider. Wir sehen hier noch die volle Dröhnung Wind. Also hat man ja schön auch in der Kurve noch gesehen, was hier mit Preisen ganz nahe Null zugrunde liegt. Auch hier haben wir nur die Spitze von 15 Cent die Kilowattstunde. Also hier solltet ihr auf jeden Fall bei den günstigen Strompreisen eure Aggregate in der Biogasanlage, also die Verbraucher, laufen lassen, weil ihr dann eben günstig einspeisen könnt. Ja, und hier sieht man das Phänomen des starken Windabfalls. Also wir haben hier gar keinen Wind mehr sozusagen. Das äußert sich natürlich in den erhöhten, stark erhöhten Strompreisen mit knapp 27 Cent die Kilowattstunde. Also hier sehr schön zu beobachten, dass der Wind wirklich einen starken Einfluss auf die Strompreise hat. Was sagt die Enzo? Ja, auch hier haben wir die Spitze um 6:15 Uhr mit 15 Cent und hier um 17:15 Uhr mit knapp 27 Cent die Kilowattstunde. Schauen wir noch einmal weiter zur B-Mark. Auch hier dasselbe in Grün. Hier haben wir eine Spitze um 8:30 Uhr mit 16 Cent. Und abends eben mit knapp 25 Cent. Also man sieht hier auch schön den Anstieg. Was hat sich jetzt die SKVE gedacht? Also heute nochmal zum Fahrplan. Hier hat man schön nachgefahren. Heute Abend ist nochmal was Kleines drin. Aber morgen sieht man hier im Abendbereich den ganzen Block. Die hohen Strompreise werden voll mitgenommen und hohe Erlöse erzielen. Bitte, bitte so nachmachen mit euren Flex-BRKWs. Ja, das war's dann schon wieder von mir und wir sehen uns morgen zusammen wieder mit Holger. Bis dann. Tschüss.